Hallo meine Freunde, Zack wieder hier mit den Wi-Fi Battles. Heute gegen Cassandra, wieder ein Passant. Und man sieht schon, mein Team hat sich wieder sehr stark verändert. Diesmal habe ich Relaxo, Dragoran, Blitzer, Dukles, Glaciola und Wummer dabei. Der Gegner hat X-Bat, Entei, Dialga, Giratina, Rayquaza und Mewtwo. Fangen wir einfach an. Warum habe ich den Kampf wieder aufgenommen? Also entweder habe ich den gewonnen oder da war sehr, sehr komische Sachen und es ist nicht, glaube ich, die Standard wilde Pokémon Musik, die jetzt total episch passt. Allerdings habe ich Homer dabei, meinen Legikiller, wie vielleicht manche schon wissen. Der wirklich ziemlich viele legendäre Pokémon umknüppelt. So, Mewtwo X kriegt den Kampftyp dazu. Und hat jetzt eine Step-Aura-Sphäre. Erhöht aber, glaube ich, nicht großartig den Dingens, den Spezialangriff. So, denke ich mir so, komm, sei paralysiert. Ist es leider nicht. So, killt mich fast. Ich habe aber auf Erholung gesetzt. Heil mich wieder hoch. Hab natürlich eine Maronbeere auf meinem Relaxo. Ich spiele Relaxo fast nur mit Maronbeere. Weil halt sofortiges Aufwachen nach Erholung ist nice. Sehr, sehr nice. Und da sieht man immer ganz kurz, ich weiß nicht, ob man es immer Aufnahmen sieht, aber man sieht ganz kurz immer den unteren Bildschirm aufblitzen. Warum? So, mit Erdbeben mache ich natürlich gut Schaden. Er genießt sich. Oh, ist das schön. Wenn Mewtwo Probleme gegen Relaxo hat, ist das sehr, sehr nice. So, aber mit einem schönen Body Slam und der Paralyse, die wirkt, ist das natürlich sehr geil, weil jetzt ist Mewtwo ziemlich am Arsch. So, kann sich nicht, ist paralysiert und das ist wunderschön. Relaxo macht seinem Spitznamen aller Ehre. Und killt Legis. Ich finde das so lustig. Ah, ich finde das echt schön. Und da kommt X-Bat. Ich dachte, jetzt vergiftet werden. Nee. Masa und Mune. Selbst wenn eine Step-Flugattacke kommt, halte ich die damit gut aus. Und er zieht zurück. Was schon fast klar war, weil Masa und Mune. Was will er da machen? Das ist schon ein bisschen gefährlicher. Ein Entei. Wobei ich da auf den Schwertanz gegangen bin. Um mich halt zu boosten. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich drin geblieben bin und einfach nur einen Schattenstoß rausgehauen habe. Ja, ich habe einfach einen Schattenstoß rausgehauen. Schattenstoß! Kill it! Nicht ganz. Eruption. Das tut weh. Allerdings ist sie schon abgeschwächt, die Attacke, dadurch, dass er nicht mehr volle HP hat. Weil die Attacke macht mehr Schaden, je mehr HP er hat. Wenn er natürlich kaum HP hat, macht sie kaum Schaden. Nur der Flammensturm lässt sich davon nicht beeindrucken. Eieiei, Masa und Mune, das tut mir so leid jedes Mal. So, kommt meine Panzerfaust wieder, die natürlich gegen Entei ziemlich gute Karten hat. Ziemlich gute Karten sogar, bloß ich hier auf den Drachenpuls gehe, weil es ist wieder mit einem Wahl-Item gespielt. Und wenn ich auf dem Drachenpuls festsitze, ist das nicht ganz so schlimm, weil Giratina und Rayquaza ist die Attacke jeweils sehr effektiv. Sobald ich eine Attacke von denen überlebe, kann ich da ziemlich gut raushauen. Und Wummer kann viel einstecken. Mit dem Drachenpuls. Mit zwar kein Step, aber mit Fähigkeit und mit Wahlglas. Haut das doch schon gut rein. Haut das sogar sehr, sehr gut rein. Klimaschutz, yay, dass einem hier sehr wenig bringt. Der Hyperstrahl. Brrr. Auch wenn der Hyperstrahl ein Style-Move irgendwie auf dem Ding ist, finde ich. Und mit einem Crit knüppelt er meinen Wummer um. Schade, aber Fröstel kann jetzt ganz in Ruhe. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass ich Glaciola überhaupt einsetze, ne? Weiß ich gar nicht. Aber mit einem vierfach effektiven Dingens kann es das Rayquaza ohne Probleme ausnoggen. Und da kommt sein X-Bat zurück, warum auch immer X-Bat zurückkommt, weil das kann nicht viel gegen Glaciola ausrichten.
Weil Step und so und weil ziemlich gute Verteidigung. Yay! Das war's mit dir. Und next one, please. Die Alga. Da habe ich dann schon ein bisschen Drache-Stahl-Kombi ist so echt. Na. Da kommt die Lichtkanone, die sehr effektiv ist. Und Step und Autsch, Schmerzen zufügt. Aua. Das arme Glaciola. So, und dann denke ich mir so, ja, Homer wird das schon reißen. Das ist Homer, Homer. Aber die Alga kann Erdbeben. Yay! Aber ich kann auch Erdbeben. Haha! Mein Erdbeben ist um einiges effektiver. Warum er da... Obwohl, die Lichtkanone könnte tatsächlich ein bisschen mehr Schaden machen. Weiß gar nicht, ob es wirklich mehr war. Aber es reicht nicht, um Homer auszunocken. Der noch ein Liege gekillt hat. Yay! Cassandra wurde besiegt. Okay. Cassandra wurde besiegt. Wir gehen zum nächsten Kampf über. Diesmal gegen ein relativ normales Team. Gegen Lavender. Okay. Komischer Name, aber egal. Mit Flunkiefer, Milotic. Hatten wir heute schon Wishu. Kapilz. Wie heißt es? Viscogon. Viscogon. Und Staraptor. Da wollen wir doch einfach mal schauen, was so auf uns warten wird. Mit Flair-Musik. Yay, jetzt hättest du nur rote Klamotten haben müssen, dann hätte es gepasst. Und ein aus einem Finsterball kommendes Staraptor. Okay. Und er kehrt, wenn er sich erstmal raus, wie Drecksau. Das ist ziemlich gut Schaden trotzdem nochmal. So. Minchau. Yay. Gucken, was du zu einer Aquawelle sagst, die ziemlich wehtun dürfte. Jo. Diese Aquawelle ist so hart auf dem Ding. Hey, Gotra, da habe ich natürlich, dass ich nicht auf Drachenpuls bin. Keine guten Karten gegen. Keine guten Karten. Lassen wir es lieber Homer erledigen. Der hat da um einiges bessere Karten, vor allem bei seiner Spätzdev. So, dann ruft er erstmal zurück. Und, wechselt hier völlig fleißig rum. Nur, ja, Bedroher senkt erstmal meinen Angriff, ist natürlich unschön. Mit Body Slam einmal drauf knüppeln. Wobei ich da natürlich wieder auf die Paralyse gehofft habe, die nicht eintrifft diesmal. Und ich glaube, ich habe da sogar vergessen, dass ich im Minus stehe mit dem Angriff. Weil ich da weiter drin bleibe. Vielleicht hat er auch daran gedacht, dass ich wechsle. Oder ich hatte gehofft, dass Erdbeben trotzdem noch genügend Schaden macht. Und es macht noch relativ gut Schaden dafür, dass ich Dingens bin. Aber ein Knuddler tut dann doch weh. Autsch. Tut doch sowas nicht. Das ist fies. So, hier kommen Mazer und Mune rein, die immer noch die besten Chancen geben, das Ding haben. Tiefschlag, der erstmal fehlschlägt, weil ich mich schwer tanze. Yay. Schwertanz vor the win. Dann ruft er erstmal zurück. Yays. Weil er jetzt natürlich weiß, das könnte wehtun. In dem Fall kommt aber nochmal ein Schwertanz. Yays. Weil jetzt könnte es langsam wirklich wehtun. Kommt die Kehrtwende. Und die tut gar nichts an meinem Mason Mune. Wirklich nichts. Nicht sehr effektiv. Physisch. Ja, da kommt Milotic. Milotic! Und da kommt ein Eisenschädel. Der ziemlich gut doch noch was abzieht. Obwohl ich bin doppelt geboostet, dann zieht er. Der hat einen dreifachen Angriff jetzt. Da macht er jetzt natürlich wenig Schaden. Allerdings kommt der Schattenstoß, der macht fast den gleichen Schaden. Siedewasser tut dann doch schon ein bisschen mehr weh. Und da kommt die Verbrennung, womit ich wieder auf nur plus 2 bin. Was allerdings nicht allzu schlimm ist, also von daher aktuell muss ich mir da keine Sorgen machen. Der Schaden macht mir eher Sorgen, den ich da bekomme jede Runde. Und das war's für Milotic. Sehr, sehr nice. So, die Verbrennung macht Schaden.
und Godra. Yay. Wobei ich glaube, ich jetzt voll auf an. Ging ich voll auf an? Ich glaube, er will mich da so ein bisschen verarschen. Ja, er will mich einfach nur verarschen und mich da aus. Einfach nur so verarschen, dass er die Zeit ablaufen lassen will, bis mich die Verbrennung killt. Weil er natürlich auch Glück gehabt hat mit der Verbrennung, dass das Siedewasser da verbrannt hat. Obwohl, was heißt Glück? Es sind 30%ige Chancen, dass es verbrennt. Ich glaube, ich bin da jetzt auf den Eisenschädel wieder gegangen. Ja, weil er auf jeden Fall bei beiden Schaden machen würde. Egal, was er macht. So. Das kann ich. Bin ich da auf dem Eisenschädel geblieben? Ja, ich bin auf dem Eisenschädel geblieben, was ein Fehler war. Weil er hätte jetzt entweder mich angreifen können oder wieder wechseln können in der Hoffnung, dass ich wieder Schattenschuss mache und die Verbrennung für Verbrennung mich killt. Aber da kommt Dragonia und killt einfach mal sein ja, Viscogon. Ich vergesse den Namen immer. Ich habe immer Pudding im Kopf, wenn ich das Ding sehe. So, Dragonia kommt erstmal zurück, weil ich meine Multischuppe noch ein bisschen behalten möchte. Deshalb lassen wir das Ganze einfach mal. Er kehrtwendet sich schon wieder raus. Das Ding hat nur bisher nur mit Kehrtwende angegriffen, ne? Oder? Hat es noch was anderes gemacht bisher? Naja, egal. Da kommt sein Knackleon wieder. Knackleon wieder. Ich hau mal einen Wunschtraum raus, in der Hoffnung, dass ich so die nächsten Attacken überleben werde. Besser eigentlich gedacht, ja stimmt. Er killt mich jetzt. Dann könnte ich vielleicht erstmal eine anderen Pokémon heilen. Aber ich hätte, glaube ich, eher angreifen sollen. Das hätte mehr gemacht. Ich hatte gehofft, dass es eine Attacke überlebt, weil Tiefschlag, klar. Und ich überlebe sie sogar. Aquawelle. Roms. Und wunderschön. Weil mein Wummer kann, glaube ich, nur Angriffsattacken. Auf jeden Fall dieses Wummer. Und der Wunschtraum erfüllt sich und ich habe wieder knapp über Hälfte KP, was sehr schön ist. Da kommt sein Kapilz, das ich jetzt nicht mehr im Kopf hatte. Das ist sowieso ein Kampf, wo ich die Pokémon des Gegners ziemlich hart, also ziemlich stark vergessen habe. So, Raiden schwebt und da kommen die Pilzsporen. Mein Kapilz kann es zwar auch, aber Pilzsporen. Wo man sagen muss, es ist nicht so schlimm wie der Schlummerort. Da hatte ich in letzter Zeit auch so ein paar Kämpfe, wo dann sowas kam. Was dann auch sehr, sehr, sehr nervig war. So, da kommt ein Tempo-Hieb, der mich dann komplett ausnockt. Klar, Kugelsack, Tempo-Hieb. Ziemlich sicher ein Techniker-Kapilz. Bei diesen Attacken. Da kommt wieder die Pilzspore und das Ding ist tatsächlich schneller als mein Dragoan. Womit ich nicht gerechnet habe, weil mein Dragoan hat eigentlich Max Init. Oder ist es hart? Oder hatte ich es hart gemacht? Ich weiß gar nicht, hat es hart oder froh. Aber es kann Felsgrab, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte in dem Moment. Ich hätte eher mit einer Steinkante gerechnet. Obwohl, das hatte ich wahrscheinlich nur, weil mein Kapilz auch Steinkante kann. So, kriege ich zwar den Schwächenschutz, den ich drauf habe, aber der bringt mir nichts, weil Dragoan pennt. Und die Multischuppe ist weg, das heißt, das macht sehr viel mehr Schaden. Und dann habe ich noch, ja, ist übrig und da reichen, also maximal zweimal Kugelsaat und das war's. Jo. Das war's, das war mein letztes Pokémon. Da bin ich ein bisschen auseinandergenommen worden. Naja, und er hat nicht mal alle eingesetzt, ne? Das ist jetzt eigentlich schon der... Ja, war schon der zweite Kampf wieder. Okay. Da muss ich nur noch 4 Kämpfe aufnehmen quasi. Dann habe ich alle Kämpfe, die ich habe, wieder aufgenommen. Dann habe ich erstmal... Habe ich mal einen vernünftigen Vorrat an Videos, was Warfare-Kämpfe angibt. Ist das nicht mal was? Also ich würde mal sagen, ich bin Zarok. Wir sehen uns in den nächsten Battles wieder. 2 Videos kann ich noch aufnehmen. Und danach kann ich auch auf Wünsche eingehen, was die Pokémon-Teams angeht. Also Vorschläge, die ich mal machen könnte. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.